Jo Leute, nach einer lange letzten Folge, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Und wir haben hier noch eine neue Pokémon zu sehen, und zwar erstmal Noctu aus der Gen 2, genauso wie auch das Mogelbaum, was dahinter lief. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Vor der Vorteil ist das hierher. Wenn ich vorkomme, ich einen Pokéball habe. Nein, ich will's dabei natürlich mal nicht. Hallo, Noctu? Bist du mal wieder rein wieder? Gut, dann machen wir mal mit Samenbomben. Na ja, komm, wir sind okay. Ich wechsle mal gleich noch, ich wechsle gleich noch mein Pokémon vorne weg. Halt, du vor nur. So, wir mal. Und Noctu ist drin. Wunderbar. Level 28 für Flecklion. So, Noctu geht in die PC-Box. Aber wer weiß, wofür es gut ist, ne? So, jetzt wechsle ich mal mein Pokémon aus. Duflo raus und Flecklion nach vorne. Und vor allem nehmen wir hier mal das Item mit. Das Münzermodell, das brauchen wir doch. Oh, Caradonis. Auch neues. Caradonis. Du hast den Fuß zu draus und schlägst auch mit der Hand, ne? Superwelle, ja. Dieses Caradonis soll ich fangen. Okay, es will sich nicht fangen lassen. Zumindest nicht mit dem ersten. Komm mal her, hier. Rapidschutz. Ich will wahrscheinlich sowas wie Schutzschild. So, dieses Caradonis konnte sich dann nach dem dritten Ball auch nicht mehr wehren. Jetzt ist es drin. Oh, Duflo 29, FM 23, Geradax 25. So. Haben wir eine PC-Box. Ich versuche so viele Pokémon wie möglich zu fangen, um halt auch diese Ingame-Tausche zu machen. So. Dann gehe ich nur auf eine Aquaknarre, weil ich glaube mit dem... Okay, das Aquaknarre killt das. Schade, ich hatte das Mogelbaum mitgenommen. Ich hätte es gerne gefangen. Aber es gibt es auch noch in der Naturzone. Oder auch hier. Nochmal eins. Der hat aber, glaube ich, auch noch irgendwas. Ja, die gute Frage ist, ob wir heute nochmal dazu kommen. Ich habe wieder gemacht, weiß ich nicht. So. Oh, dann hier. Tiefschlag. Nein, noch ein okay. Gut, dann nehmen wir Geradax mal rein. So, ich will dieses Pokémon haben, damit wir das in Eintrag auch drin haben. Leute, bleibt doch mal drin.
Also muss ich jetzt immer der Fang oder besiegen. So, da haben wir noch einen Standpauk hinterher. Ich will es ja gerne nicht entziehen, sondern fangen. Davon nur, damit ich es hab. Aber komm, noch Bälle. Jetzt. Gut. Mogelwurm ist auch gefangen. Und da hinten ist ein neues. Haha, ich war doch mal da. Bremer war. Ne, ah, zurückkriegst. Zurückkriegst, das wär, sagt er noch, komm, ich will auch noch. Bin auch noch da. Dich habe ich aber schon mal, Digga. Dich habe ich an der Galamine 1 gefangen. 2 gefangen. Jetzt hab ich's. Ewig konnte dich nicht weg teleporten oder weg. Riesen. So, ich will's haben. Und diesmal zickt es nicht so rum, sondern bleibt direkt drin im Ball. Und dann gehört Primo auch uns. Dann fehlt es nur noch. Ein Pokémon hier auf dieser Route. Es müsste doch ein sein jetzt. Natürlich habe ich. Und Mogelwurm nicht habe ich auch. So, dann gehen wir mal diese Trainerin hier an. Ja, ich habe schon wieder so lange gebraucht, jetzt in diese Route hier, diese Pokémon zu fangen. Ja, die Frage ist nochmal jetzt. Ja, doch. Ich denke, wir kriegen es dahin. Jetzt haben wir mal so lange gebraucht. Schauen wir mal, wie jetzt die Zeit, was die Zeit jetzt bringt. Wir haben jetzt so lange gebraucht, um die Pokémon zu fangen. So, das wollte ich, saugen wir hier aus. Einmal kurz aussaugen. Sorgi. Bulbix Level 26. Und mit Fidiamo will ich gerade keinen Spaß haben. Ich habe keine Retro-Pokémon, ich gar nichts mehr. Also was hat's mit Geradax? Ist zwar mega angeschlagen, aber irgendwie habe ich jetzt gerade nichts anderes in der Hand. Ja, uns fehlen tatsächlich noch ein paar Teammitglieder. So, einmal ein Nachthieb. Windschnitt. Ja, es wird so nicht schwer gewonnen damit zurück. Ja, damit ist das Ding eigentlich. So, warte mal. Tun wir jetzt rein. Also ich muss auf jeden Fall mit Bulbix ran. Ich hab nichts mehr da, also ich hab nichts mehr. Das Team ist definitiv noch nicht perfekt. Also, so wie es jetzt gerade ist, sowieso nicht. So, dann nehmen wir Vitalkraut und geben wir das Fleckleon. Gut, dass ich ein bisschen weiß. Konfusion. Einer schon. Das wird wahrscheinlich hier nochmal angreifen dürfen. Klar, ist mehr. Und nochmal drauf. Das geht jetzt mal wirklich. Ja, aber gut, ich habe jetzt noch meinen Wasserstarter noch. So, vielleicht reicht es jetzt. Ja, gut. Das war's. Letiamo, ich höre die Weiterentwicklung von diesem. Von dem. Fleck neu. Also das Golbat aus Generation 4 oder 5. Also schwarz-weiß. Ja, oh, das war mir fast klar.
gehst du mir auf Nüsse gerade? Überlebst jede Attacke und dann sagt es, komm, du hast mir gerade jetzt 3 Pokémon weggekillt. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen. Ich stirb mit deiner Schöpfung mit der Akku. Naja, du. Wir sollen eine Konfession hinter. Mein Blutbild verwirrt es sich noch. Nein, du bist nicht hier. Nimm den Wasserball und tschüss. Boah, Alter. Du gehst noch hinterher. Ja. So. Dann haben wir das auch erledigt. Aber hier. Au, da oben ist noch was. Das letzte Pokémon, was uns auf dieser Route fehlt. Ich glaube, das ist das letzte Pokémon. Also im hohen Gras, wenn es noch rumrennt. Ja, die anderen fehlen noch 2 Stück eigentlich, aber die kriegen wir woanders noch. So, Aquaknarre drauf. Ja, Smogon ist wie gesagt das letzte Pokémon, was uns noch im hohen Gras fehlt, hier auf dieser Route. Eigentlich fehlen es auch tatsächlich 2. Ja, den letzten Superball will ich gleich haben. Komm erstmal rein. Ja. Damit haben wir auch Smogon. Wir haben eine Viertelstunde hier gebraucht an dieser Ecke. So. Damit haben wir also, glaube ich, auch hier auf dieser Route, wie gesagt, alle. Wie gesagt, es fehlen noch 2, aber die kriegen wir noch mal anders. Den Trainer hier nehme ich mal mit. Oh ja. Hey du, ja, na du, stell los. Ich habe dich im Kräftemessen mit einem Polizisten. Ah gut, bevor du es gefressen hast. Vulcano. Aquavelle. So. Gut, gut, dann haben wir das auch erledigt. Und dann müssen wir sie alle haben. Da blinkt was. Eine Heilfeder. Eine Genie-Feder. So, dann haben wir sie alle. Und dann sind wir hier tatsächlich zurück in Engine City. Und dann können wir morgen... kann man das morgen machen? Ja, doch, müssen wir leider machen. Aber wenn ich jetzt... Oder machen wir Cabo heute noch? Also schwer ist die Arena-Mission eigentlich gar nicht. Naja, wenn wir scheinen es doch morgen zu machen erst. Wenn Mavi uns doch irgendwie auflauert. Hallo, hey, Kev, richtig. Du bist ja noch ganz schön spät unterwegs. Du hast bestimmt kurz Zeit, mir etwas helfen. Ich will testen, ob ich bei der Arena-Challenge gewinnen kann. Was jetzt gleich? Hey, wo ist dein Kampfgeist? Warte mal. Ja, machen wir's. Machen wir die Arena-Mission morgen. Also, das ist mir tatsächlich. Das habe ich jetzt nicht mit gerechnet, weil Mavi will jetzt kämpfen. Und ich brauche mal vor dem Pokémon Center, weil ich muss mich dringend heilen. Weil sonst ist es auch sehr schwierig mit dem. So, dann nehmen wir den mal kurz mit. So. Ja, das hast du mir schon ein paar Mal gesagt. So, ich muss mal kurz verkaufen. Ich brauche vor allem Superbälle. Haben wir ja Kohle genug jetzt gerade. Da brauchen wir mehr oder weniger genug. Gut, dann machen wir das doch so. Und dann können wir uns nämlich herausfordern. Ja, dann machen wir Cabo in der nächsten Folge. Ich habe jetzt leider sehr lange an dieser Route gebraucht. An diesem Teilstück dieser Route. Der sich den Engine-Ortsrand nennt. Halt, hier ist richtig. Wenn Mary jetzt uns noch herausfordert. Du hast auch immer noch ein bisschen Zeit, oder? Kannst du mir jetzt helfen? Ich will testen, ob ich bei der Arena Challenge jetzt noch was gewinnen kann. Oh, klar, okay. Oh, was für ein Kampfgeist.
Und sie hat natürlich ihren Fanclub dabei. Mary, okay, möchte jetzt kämpfen. Gut, dass du nur 3 Pokémon hast, aber eins davon ist ziemlich nervig. Das müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Und ich muss tatsächlich schon wechseln, weil hier gucke ich, dass die Boca wahrscheinlich die Trockenheit. Aber gut, dass ich mir in der vorhin ein Flug-Pokémon noch gefangen habe. Ja gut, das ist vom Typ. Wie gesagt, bei Glumbuk habe ich auch sehr lange überlegt. Nimmst du das Team? Nimmst du das Team? Nimmst du es nicht ins Team? Ich glaube, ich habe mir noch dagegen entschieden. Jetzt einfach ein bisschen Kera da einsetzen. So. Ja, mir klar, dass du mit Tiefschlag kommst, ey. Komm. Stimmt, die Konfusion. Oh, tschüss. Zurukeks kennen wir, ja? Gern. Ja, nächste Folge machen wir dann links und übernächste Folge geht's dann weiter. Weil dann haben wir in der nächsten Woche Folge haben wir dann mein das nächste Teammitglied. So. Jetzt haben wir erstmal dieses Zurakex aus dem Rennen. So. Und jetzt kommt die Mopeko. Das ist vom Typ Elektro und nicht. Also volle Power drauf. Vor allem als. Das ist genau das, was ich meine. Das ist schneller. Und es kann mir richtig wehtun und ich muss es so schnell wie möglich aus dem Rennen nehmen. Jawohl, die. So, jetzt muss ich. Oh, es hat ja 2 verschiedene Formen. Eine Angriff- und eine Verteidigungsform. Und das ist die Angriffsform. Ja, es überlebt noch. So, dann ist dieses Mopeko weg. Ich könnte ja wohl Pico ins Team nehmen, oder? Ich frage mich, wo ist denn das zu fangen? Das gibt es bestimmt erst in der Naturzone. Ja, wenn wir was finden, gucken wir mal. So. Ich habe mich mal ins Bett, um morgen fit zu sein. Ich will jetzt schlafen gehen. Pico, Pico. So. Unser Team ist geheilt. Jetzt, Gott sei Dank. Dankeschön. Am nächsten Morgen. Morgen, Kev. Hast du gut geschlafen? Also dein Kumpel, der ist ja schon Lust zur Arena. Er war völlig aus dem Häuschen. Er meinte, er hätte mit Hilfe der Info auf Kabos Ligakarte perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Abgedüst hat er mir einen riesigen Stapel von Kabos Ligakarten gegeben. Hier, nimm eine. Oh, und das kannst du auch haben. Das Tag von unseren Kampfkästen. Noch 2 Feuerheiler, ja. Wir haben ja 3 schon letztes Mal gefunden, jetzt haben wir noch 2. Kennst du uns Kabu Spitzer? Wird auch der unauslöschliche Feuerveteran genannt. Habe ich aber das große Gefühl, dass er dir keine großen Probleme bereiten wird. So, und jetzt ab mit dir. Geh zum Endestadion und schaff dir den Feuerorden. Pika Pika! So, gut. Dann haben wir das auch. Ich guck mal gerade, ob ich mir nämlich vorne drin Fleck Leon. Das sollte soweit passen. Und wenn jetzt nichts weiter dazwischen kommt, beende ich hier die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Ich habe ja sehr lange gebraucht an dieser Engine-Ortsrand. Das tut mir auch wirklich leid. Eigentlich habe ich gehabt, vorgab heute den Arena-Ort zu machen. Den machen wir dann morgen. Wir sehen uns wieder. Bis dann und tschüss.